Butter. Wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und willkommen zu einem ersten offiziellen Let's Play, thematisiert jetzt auf Slender, die 8-Page-Version. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch haben meine Testfolgen gefallen, und wenn ja, dann lasst doch einfach ein paar Kommentare oder so hin. Eigentlich hasse ich solche Horrorspiele, nun. Aber da meine ganzen erfolgreichen Testaufnahmen gut gelungen sind, werde ich mich jetzt wagen, in diesem Slender in den Wald ganz alleine, nur mit Taschenlampe, die 8 Seiten versuchen aufzusammeln. Ja, weit bekannt ist es ja schon, Seite für Seite, sind wir nicht mehr allein. Always watches, no eyes. Und wenn wir die Seite jetzt aufnehmen, sind wir die Gejagten. Eigentlich hasse ich ja solche Spiele, besonders solche Waldspiele, wo, ja, wir echt nur komplett alleine sind, keine Waffen, nichts dabei haben, einfach nur mit der dämlichen Taschenlampe und uns müssen versuchen halt hier die 8 Seiten aufzusammeln und uns irgendwie durchzuboxen hier. Das heißt, was nun? Deine Mutter, Alter, geh weg! Okay, andere Variante. Wir werden die Taschenlampe ausmachen. Versuchen, ein bisschen zu rennen, damit er uns nicht ewig am Arsch klebt. Oh. Ich will nicht, ey. Ich liebe solche Horrorspiele, aber normalerweise will ich jetzt schon wieder ausmachen. Und das bei Kopfhörer. Und im Dunkeln. Wo ist denn der Kekskopf? Ah. Lauf, 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 lauf. Ich hoffe mal, an diesem Baum ist jetzt die Seite 2, die wir gleich von diesem Stamm ohne den Blödmann in Ruhe abnehmen können. Ah! Nein! 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 Deine Hause, du Wichser, Alter! Mach das nicht normal, ich verklag dich, du! Diese blöde Sau, auch wenn ich das schon kenne, aber man erschreckt sich trotzdem jedes Mal. Und ich wette darauf, dass dieser Blödmann uns gleich holen kommt. Und dieser Arsch kann uns einfach nicht in Ruhe lassen. Nein, er ist pädophil! Lass mich in Ruhe! Ich bin nicht Donald Duck! Bist du scharf auf mich oder was? Geh nach Hause! Also, hier ist keine Seite. Da hier keine Seite ist, werden wir uns weiter tiefer in den Wald begeben. Und unser Glück dort weiter versuchen. Das, was ich jetzt machen werde, ich werde mich garantiert nicht umdrehen. Ah, shit, ich habe vergessen, nochmal in den Supermarkt zu gehen und Windeln zu holen, bevor ich mir die Kackfoss hier vor Angst hier hochschraub. Nehme ich das Ding lieber zu gleich, aber nee, dafür haben wir keine Zeit. Wir bewegen uns jetzt weiter und gucken,
wo wir hier weiterkommen und die nächste Seite auch hoffentlich finden werden. Ui. Ich will mich echt nicht umdrehen. Aber gut. Wir versuchen einfach unser Glück. Ja, Parsec Productions. Die haben schon mehrere Projekte rausgebracht. Auch Forest. Das ist nicht das, wo die Kannibalen da im Wald sind, beziehungsweise auf der Insel sind. Nein, es ist was ganz anderes wieder. Den Link werde ich dazu auch hier reinposten, damit sich das jeder mal runterladen kann. Und sich ja in die Hosen scheißen kann, beziehungsweise Hosenbefleckungen ausüben kann. Ich hoffe mal. Ah, gut. Das ist schon mal ein Haus. Das ist unser Bunker, den wir jetzt betreten werden. Ich hoffe mal, dass die Sau hier nicht einfach irgendwo aufkreuzen tut. Denn ich habe das auch schon erlebt. Manchmal betritt er sogar gerne auch das Haus. Ne? Ja. Nein, hier ist keine Seite. Weiter geht's. Hier werde ich mich garantiert nicht umdrehen. Och, ich hasse das, wenn ich immer jeden Winkel einen Gang durchgehen muss. Dass der Penner da plötzlich irgendwie da steht. Nein, wieder keine Seite. Leck mich doch. Das nicht mehr spielen. Oh, geil! Die nächste Seite. Can't run! Jetzt lassen wir uns mal zusehen, dass wir hier ganz schnell hier rauskommen. Aber ich bin ein bisschen skeptisch hier. Hallo! Meister Propper, nein, Meister Glatzkopf ohne Gesicht. Naja, liebe Leute, das war's an dieser Stelle. Ich bedanke mich und wir sehen uns wieder in einem nächsten Thema, was ich eben schon darauf angesprochen habe. The Forest. Alles klar. Bis dann, danke fürs Zuschauen, ihr Lieben.